zu dürfen und mit euch ein bisschen Techniksport zu machen. Es wird eine kleine Einheit für das Thema Kicken geben. Das wird total super. Am Ende könnt ihr alle 180 Grad nach oben treten. Das ist auch das Ziel. Insofern, ich hatte es eben schon mal gesagt, bitte alle Fernseher und technischen Geräte zur Seite stellen, dass da nichts kaputt geht. Ich bin Paul, seit 1.11. Bundestrainer im Bereich Technik und darf das zusammen heute machen mit Dani, die das schon etwas länger macht und jetzt auch gleich noch zwei, drei Worte an euch verliert, bevor es dann losgeht. Genau, auch von meiner Seite, hallo, einen ganz wunderschönen guten Abend. Ich bin Dani, ich bin seit 1.11. zusammen mit Paul und Imke als Bundestrainerin für den traditionellen Technikbereich zusammen verantwortlich. Davor war ich für die Jugendlichen verantwortlich. Und genau, ich freue mich total, dass wir heute zusammen hier sind, um zusammen 180 Grad kicken zu lernen. Ich lasse mich überraschen, ob ich das auch noch so toll hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin super begeistert, dass wir so viele sind und würde sagen, wir verlieren nicht viele Worte, sondern wir starten. Genau. Und wer 180 Grad nach oben treten will, muss sich auch erst ein bisschen warm machen. Und damit würden wir jetzt starten, dass wir uns so ein bisschen zumindest sportfähig machen. Ich weiß nicht, ob die ersten schon auf dem Spinningbike waren und sich schon mal eine halbe Stunde warm geradelt haben oder ob ihr ganz kalt dazu kommt. Deswegen starten wir mal bei Null. Eins ist uns beiden noch wichtig am Anfang. Jeder macht heute genau das, was er kann und so viel, wie er kann und so fit, wie er sich fühlt. Wir haben keine Ahnung über euren Trainingszustand. Der ist natürlich überragend bei allen, das ist uns klar. Aber jeder schätzt das für sich selber ein, was er kann, wie hoch es geht und wie das funktioniert. Ja, das ist ganz wichtig für uns. Wir müssen hier niemandem irgendwas beweisen. Es kann auch sein, dass wir mal umfallen. Also insofern jeder so, wie er kann und wie er mag. Okay, dann starten wir durch. Ich hoffe, man sieht mich noch. Ein Tucken höher muss ich noch machen. Super. Fangen wir erstmal locker an, auf der Stelle uns zu bewegen. Alle, die in der Mietwohnung wohnen, tut mir leid für die da drunter. Aber da müssen sie jetzt Ich mal eine finde das Stunde gut. durch. Die Nachbarn unter uns haben so einen Hund, der bellt so laut, deswegen trainiere ich gern. Nichts gegen Hunde. Nein, nein, nichts gegen den Hund. Okay, Arme dazu kreisen. Und Fäuste nach vorne. Füße unten bewegen sich weiter. Und jetzt mal die linke Faust nach vorne und die rechte zur Seite. Und wechseln. Und jetzt die rechte nach vorne und die linke nach oben. Ja, ich Und schaue ein bisschen wechseln. durch. Das sieht bei allen super aus. Außer beim Bundestrainer, ne? Okay, locker weiter. Paul, das sieht bei dir richtig klasse aus und deswegen machen das alle so toll nach. Okay, das Skipping ist ein bisschen höher. Und locker anfersen. Super. Und Hampelmänner. Ganz normale. Und Arme nach vorne, Beine bleiben außen. Und einen Arm nach außen. Wechseln. Genau, super. Und wieder Ja, beide Arme nach vorne. das sieht richtig klasse aus. Und Ausfallschritte. Und Arme nach außen. Einer nach vorne. Wechseln. Super. Und locker wieder bewegen. Und jetzt einmal Knie hoch zur Seite. Hoch zur Seite. Hoch zur Seite. Jeder in seinem Rhythmus. Und andere Seite. Hoch. Seite.
Genau, ihr könnt ein bisschen versuchen, so wie Paul, ne? Der versucht, seinen Oberkörper schön aufrecht zu lassen. Das sieht bei den meisten richtig toll aus. Und locker wieder zur Mitte. Okay, wir steigen nochmal mit den Fäusten ein. Und jetzt ein bisschen schneller und mit ein bisschen mehr Druck. Okay, auf Kommando. 5 Sekunden, schön mit Druck. Beine machen weiter und Fäuste auch. Und hopp. Sehr gut. Machen wir gleich nochmal. Hopp. Okay. Und das machen wir gleich noch 2 Mal und zwar mit den Knien jetzt. Anskippen. Bitte jeder so, dass der Nachbar nicht gleich hochkommt, ne? Aber schon ein bisschen mit Geschwindigkeit. Und hopp. Ja, da geht bei einigen noch mehr. Ja, okay, ich gebe mir Mühe. Ja, Paul, dich habe ich gemeint. Und hopp. Ja, super, genau so. Hopp. Die anderen im Haus sollen sich richtig freuen. Okay, nochmal locker kreisen, schön von hinten holen, kreisen, schön die Hüfte. Und rückwärts, vorn hoch, hinten zurück. Genau, sehr gut. Als würdet ihr über eine richtig hohe Hürde steigen. Das sieht gut aus. Ganz toll. Super. Okay. Genau, das macht richtig Spaß, da durchzugucken. Das sieht richtig klasse aus. Dann versuchen wir mal das Niveau zu halten und fangen jetzt noch an, uns ein bisschen zu mobilisieren, weil es natürlich wichtig ist, dass die Sehnengelenke alle ein bisschen Druck und Empfindung bekommen, damit sie gleich vorbereitet sind für das, was kommt. Okay, dann gehen wir alle einmal auf den Boden. Sieht man mich hier unten, Dani? Ich kann das von jetzt nicht mehr erkennen. Top, man sieht dich super. Super. Dann fangen wir an mit dem langen Sitz. Ich erläutere den jetzt erstmal ganz kurz, worauf es ankommt, bevor dann alle mitmachen. Das Erste ist, dass wir hier hinten keinen Buckel machen, sondern uns gerade aufrichten. Das ist der erste Punkt. Das Zweite ist, dann locker nach vorne gehen. Wirklich so, wie es funktioniert, wie es klappt. Nicht kämpfen, sondern ganz locker nach vorne gehen. Und wenn wir die Position haben, damit wir jetzt alle Sehnen, Nerven von unten bis oben gestreckt bekommen, dass sie auch einen Impuls und eine Information bekommen, fangen wir jetzt an, die Füße locker vor und zurück zu drehen. Das heißt, unter der Spannung, die wir im ganzen Körper haben, unter dem Zug, ziehen wir jetzt nochmal, dadurch, dass wir die Füße vor und zurück bewegen. Ruhig jetzt schon mitmachen. Füße vor und zurück. Genau, der eine oder andere nochmal darauf konzentrieren, dass ihr wirklich im Rücken euch schön gerade macht, wie Paul das zu Beginn erklärt hat, ja, dass ihr da ganz aufrecht seid. Es ist auch kein Wettbewerb, wer die Füße am schnellsten bewegen kann, sondern wirklich, genau, dass sich die Nerven ganz langsam auseinander und wieder zusammenziehen, um sich auf das vorzubereiten, was gleich passiert. Okay, wir stellen die Füße ein und jetzt passiert das Ganze mit dem Kopf. Auch da nur im Gelenk, keine große Bewegung, keine Hektik, sondern indem ich nach vorne gehe, dann nochmal ein bisschen die Kinn auf die Brust. Super. Oh, ich habe gerade gesehen, jemand hat einen schönen Hund, der auch mittrainiert. Das finde ich klasse. Macht der auch gerade schon die Übung mit, oder? Ich weiß nicht. Oder steht jetzt gerade einer hinter mir? Nein, er ist nicht hinter dir. Okay, lösen. Das war die erste Übung, super. Das kann man ruhig 2 Minuten machen. Das kann man auch mal außerhalb des Trainings machen. Denn erst wenn der Körper so ein bisschen nachhaltig einen Impuls bekommt, führt das auch zu einer Veränderung. Also insofern
kann man das ruhig auch mal ein bisschen länger machen. Machen wir das nächste. Ich hoffe, es hat jetzt keiner Parkett oder Fliesen zu Hause, auf den er trainiert, sondern wenigstens eine Isomatte. Ausgangssituation ist, auf den Unterschenkeln sitzen, Füße hinten lang, wer das kann, aber dabei bleibt es jetzt auch nicht. Insofern gehen wir dann an die eine Seite der Matte. Nicht da oben? Ja, da bin ich. Ja. Man sieht dich super. Dann gehen wir nach oben, strecken einen Fuß aus und schieben den nach unten, versuchen uns dann wieder hinten hinzusetzen. Okay, schön hier die Hüfte aufrecht nach vorne gekippt. Das ist kein Hohlkreuz, sondern schön aufrichten. Ich zeige das vielleicht noch einmal aus der anderen Perspektive, wenn es so aussieht. Das wäre die Position. Genau, versucht euch bitte nicht auf dem Knie aufzustützen, sondern wenn dann auf dem Boden oder auf dem Oberschenkel bitte. Super. Genau. Und wenn wir diese Position so gefunden haben, dann können wir hier jetzt mal Folgendes machen, was wir von eben schon kennen. Den Fuß des gestreckten Beines vor und zurückziehen, um auch hier nochmal schön an den Nerven zu ziehen, damit sie auf die Gleichbewegung gleich eingestellt werden. Ganz langsam, ganz locker. Genau, und versuchen dennoch den Oberkörper schön aufgerichtet zu lassen, bitte. Eine kurze Frage. Ich sehe den Paul sehr, sehr ungenau. Also ich sehe den am Boden nicht. Kann er ein bisschen, dass die Kamera mal den Boden mehr sieht? Das müsste man sehen, aber ich kann immer mal gucken, ob es dann für alle anderen auch noch passt. Siehst du jetzt die Matte besser? Wie auch immer das war? Man sieht es sehr gut, Paul. Dann bleiben wir hier noch ein bisschen. Genau. Und dann lösen wir unter Zuhilfenahme der Arme auf. Gehen an die andere Seite der Matte und keine Überraschung, wir schieben das andere Bein nach außen. Genau, also ich sehe auch einige, die sind richtig toll gedehnt, ne? Also großen Respekt. Wir nehmen den Fuß einmal wieder zur Hilfe. Schön langsam vor und zurück in die Streckung. Oberkörper bleibt gerade. Und ganz wichtig, das Atmen nicht vergessen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend ist für den einen oder anderen. Das ist auch für uns anstrengend, keine Sorge. Deswegen habe ich mich extra umgedreht, damit man mein Gesicht nicht sieht. Und ich swipe durch und gucke, ob alle das richtig machen. Ob alle dasselbe Gesicht drauf haben, ja. Ja. Super. Genau. Gut, wieder einstellen. Wir bleiben noch so ein bisschen. Nochmal der Reminder, macht euch nochmal aufrecht. Versucht die Hüfte aufzurichten nochmal. Das kann auch für gleich nicht schaden, habe ich mir sagen lassen. Genau. Ihr seht auch, Paul ist wirklich ganz aufrecht, als würde ein Faden seinen Kopf nach oben ziehen, ja. Genau. Super. Unter zur Hilfenahme der Arme wieder lösen. Okay, dann haben wir noch eine. Und zwar machen wir jetzt die Taube, heißt das im Yoga. Keine Sorge, kein Flattern, kein Fliegen. Wir strecken den vorderen Fuß aus. Der ist im 90-Grad-Winkel. Ja. Das hintere Bein geht gerade nach unten, sodass ich Fuß, Unterschenkel gerade auf den Boden ablege und dann versuche ich, hier in dem 90-Grad-Winkel zu bleiben und das Knie auf den Boden zu bringen. Jeder so, wie er das kann. Schön hier abstützen, nicht auf den Beinen und hier schön auch wieder die Hüfte nach unten drücken.
Genau, also versucht, Ziel ist es, die Hüfte in Richtung des Bodens zu schieben, nicht die Schulter, ja? Also versuchen, im Oberkörper, so wie ihr das beim Paul seht, ja, schön aufrecht und gerade zu bleiben, vermeiden, zu einer Seite zu drehen und schön die Hüfte in den Boden drücken. Genau. Wenn man ein bisschen ausatmet, kann man noch mal ein bisschen tiefer in die Bewegung kommen. Genau. Und dann lösen wir. Super. Und einmal das andere Bein. Genauso wie eben beschrieben. Einmal schön gerade die Hüfte nach unten, links und rechts abstützen, gerade Oberkörper und die Hüfte nach unten bringen. Und natürlich atmen. Genau. Versucht, wenn ihr auf das vordere Bein von Paul schaut, ja, das ist tatsächlich, die Ferse ist nicht näher beim Körper als das Knie, sondern die Ferse und das Knie sind auf einer Linie. Genau, versucht da nochmal dran zu denken. Genau, sehr schön. Genau, und wer das ganz gut kann, der soll bitte versuchen, beide Hüftknochen gleich zum Boden zu schieben. Ja? Dass nicht eine Hüfte mehr in der Luft schwebt, sondern wirklich, wenn ihr richtig weit runterkommt, versuchen, beide Hüftknochen Richtung Boden zu, beide Hüften Richtung Boden zu schieben. Ja, sehr gut. Okay, und lösen. Ein bisschen lockern. Langsam aufstehen. Super, jetzt sollten wir alle in einer hochschalten, sonst sieht man mein Gesicht nicht. Jetzt sollten wir alle in einer vernünftigen Konstitution sein, um ein bisschen was zu machen, um ein bisschen Kicks zu machen. Wir wollen das Ganze stückeln, schön Stück für Stück, euch das näher bringen. Und weil es immer super wichtig ist, dass man weiß, wo man hin will, dann beschreibt euch dann jetzt erstmal das Zielbild, um perfekt zu wissen, wie es dann am Ende aussehen soll. Genau. Ich werde es beschreiben und ich werde versuchen, euch das zu zeigen, so gut mir das möglich ist. Und genau, versuche euch die Punkte näher zu bringen, die für uns beim Yogchagi, oh, jetzt sieht man auch mein Gesicht, die für uns beim Yogchagi tatsächlich ganz wichtig sind. Ja? Ich möchte beginnen mit dem Standbein. Das Standbein ist, wenn wir in der Endposition angekommen sind, zeigt unser Standbein komplett in die andere Richtung. Also das steht auf 180 Grad. Das heißt, ich trete nach vorne und meine Zehen zeigen in die komplett entgegengesetzte Richtung. Mein Standbein von der Streckung. Es ist nicht stark abgewinkelt, es ist aber auch nicht komplett ausgestreckt. Also ich habe nicht die komplette Streckung im Knie, sondern es ist ganz, man sieht das nicht, es ist ganz leicht gewinkelt. Also ihr fühlt nicht quasi, dass ihr richtig reinstreckt, sondern es ist eine ganz, ganz minimale Beugung im Knie. Ja, dass man vermeidet, dass man hier in so eine Position kommt, wo man das Knie überbelastet und in eine negative Richtung versucht zu bewegen. Das ist das Standbein. Ja? Dann unser Oberkörper. Wir versuchen immer, unseren Rumpf fest und aufrecht zu halten. Das versuchen wir, indem wir versuchen, den Rippenbogen und den Hüftknochen zueinander zu ziehen und den Nabel einzusaugen. Damit vermeiden wir, dass wir in ein Hohlkreuz kommen und versuchen hier tatsächlich diese Bewegung zu machen, dass der Rumpf fest ist. Gleichzeitig ist unsere Schulter entspannt. Die Fäuste sind beim Yogchagi, es gibt das Scharnier, was so aussieht, oder die Fäuste sind in der Kampfhaltung vor der Brust, also seitlich die Ellbogen und die Fäuste vor der Brust, die Schulter entspannt. Genau, so viel zum Körper. Das Bein, das kickt. Ich starte jetzt hier aus der langen Vorwärtsstellung, Kugisogi. Mein hinteres Bein, das rechte, möchte treten. Es kommt so wie beim Abchagi
auf direktem Weg hier nach vorne oben. Also die Initialbewegung für Abchagi und Yogchagi ist dieselbe. Das heißt, mein Fuß ist hier hinten und er kommt in einer direkten Bewegung, kommt der Fuß zum Knie, das Standbein streckt sich und mein Knie kommt nach oben. Das ist die Initialbewegung. Von vorne gesehen gehen die Knie eng aneinander vorbei. Aus dieser Position dann, wenn ich hier angekommen bin, ist meine Hüfte aufrecht, mein Oberkörper ist aufrecht. Ich drehe mich. Die Ferse bleibt im Prinzip auf der Stelle, auf der ich bin. Also wir sind nach oben gekommen. Ich kann mich auf der Matte so schlecht drehen. Die ist nicht so rutschig. Wir drehen uns. Die Ferse ist ganz eng am Gesäß und das Knie ist auf der Seite. Und wichtig ist, dass das Knie höher ist als Po und Ferse. Diese Position, das Standbein, kann in dieser Position schon auf 180 Grad stehen, muss es aber noch nicht. Erst, wenn ihr tatsächlich den Kick nach draußen beschleunigt, dann ist es wichtig, dass das Standbein auf 180 Grad steht. Diese Position ist eine ganz entscheidende. Ferse, Hüfte und Schulter sind in einer Linie. Und damit wir jetzt nach oben treten können, ist es ganz wichtig, dass wir unsere Hüfte kippen und öffnen. Das heißt, meine Hüfte möchte hier umkippen. Ich bleibe mit meinem Oberkörper in der Achse. Das heißt, ich bewege mich mit dem Oberkörper nach hinten und öffne meine Hüfte nach vorne oben. Und jetzt kann ich aus dieser Position in einer geraden Linie meine Ferse nach vorne oben schieben. Ferse, Knie, Hüfte, Schulter sind in einer Linie. Mein Oberkörper ist jetzt abgekippt und auf demselben Weg komme ich wieder zurück. Der Oberkörper kommt nach oben. Wichtig noch ist Folgendes, der Fuß. Ich versuche es mal in der Nähe der Kamera zu zeigen. Ups, das war zu nah. Der Fuß, der höchste Punkt ist die Ferse. Die Zehen sind angezogen. Ihr seht, bei mir geht da immer der kleine Zeh weg. Und ihr trefft hier mit der Außenkante. Genau, das quasi sollte unser Zielbild sein. Ist das soweit für euch klar geworden, die wichtigsten Eckpunkte? Sie ganz schön nicken, Dani. Okay, gut. Genau, ich habe versucht, es langsam Stück für Stück zu erklären. Und sofern es keine Fragen mehr gibt zum Zielbild, ich schau mal. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig warm. Ich gucke gerade, ob ich... Nee, passt. Ich habe überlegt, ob ich jetzt einen Yogchagi eventuell vormache. Aber ich glaube, vielleicht geht dann irgendwas in mir kaputt, weil ich beim Warm-up nicht Warm-up gemacht habe, sondern euch angeschaut habe. Deswegen, wir sehen jetzt gleich noch ganz viele perfekte Yogchagis. Das ist auch alles. Genau, ich glaube auch. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter in die Übungsreihen. Super. Dann übernehme ich wieder. Wir wissen jetzt alle, wie es perfekt aussehen soll. Das hat uns Dani jetzt vorgemacht. Aber heute geht es ja darum, dass ihr es dann am Ende perfekt macht. Und deswegen machen wir das jetzt Stück für Stück, die einzelnen Sequenzen, dass wir sie üben. Wichtig dabei nochmal, ich wiederhole das noch einmal, jeder das, was er kann. Und maximal sauber. Also es geht jetzt nicht darum, dass einmal zack, 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 erster, sondern maximal sauber das Ganze durchzuführen, damit ihr heute was mitnehmt. Und nur wenn ihr es sauber und langsam macht, dann könnt ihr es euch einprägen und dann funktioniert das auch. So, ich gebe jedem den Tipp, wer vielleicht hier so eine Wand hat, an der er sich vielleicht auch abstützen kann und so weiter, gar kein Problem. Ja? Also Unterstützung ruhig suchen, irgendwann dann auch im Freien und irgendwann dann ganz am Stück 180 Grad. Das ist das Ziel, das haben wir gerade gesehen. Aber jetzt kann das ruhig alles auch Stück für Stück passieren. Und was wir jetzt als erstes machen, und zwar dann gleich so 6-7 Mal, jeder für sich, das sage ich dann mal angucken, nur einmal hin, ist den ersten Auftakt, den Dani so schön skizziert hat, und zwar, dass wir aus einer lockeren Position, das muss jetzt nicht die perfekte Stellung sein, lockere Position, einmal den Aufzug machen, bis zu dem Moment, wo das Knie oben ist. Ich zeige das einmal ganz kurz. Also einmal den Aufzug, 180 Grad drehen hinten und das Knie kann man ruhig, wer so kann, kann es auch so nach oben ziehen. Ja? Das heißt von hier aus der lockeren Position so nach oben ziehen. Wer sagt, ich weiß nicht, ob das Bein dann das macht, was es soll,
geht erstmal damit nach oben, um hier zu spüren, wie er festmachen soll und diese Position hier quasi reinzubringen. Das kann man auch ein bisschen langsamer machen. Also nicht schlimm, wenn ich das erstmal so austeste. Ah, wo muss ich hin? Super. Und dann mache ich das Ganze, ja. Das heißt, das ist das Ziel, diesen ersten kleinen Schritt jetzt ein paar Mal zu machen. Wir schauen ein bisschen. Jeder macht das jetzt so 6-7 Mal, auch nicht mehr, aber dafür maximal schön. Und jetzt will ich auch endlich mal ein paar schöne Techniken sehen. Feuer frei. Ja, wow, da sehe ich schon echt gut. Toll. Chapeau. Ja, genau. In dieser Position bitte noch nicht die Hüfte umkippen, noch ist die Hüfte aufgerichtet, ja? Ja, das sieht super aus. Wow. Ein ganz kleiner Tipp vielleicht noch. Und zwar versucht, den Fuß auf direkten Weg zu führen, ja, dass der Fuß keinen Schlenker oder Umweg macht, sondern dass er einen möglichst direkten Weg nimmt, denn der Formenläufer ist faul. Und die Formenbundestrainer auch. Deswegen swipen die und gucken. Ja. Sieht super aus. Versucht auch, wenn ihr in diese Position kommt, ja, ihr habt es gerade bei Paul sehr schön gesehen, er hat seinen Oberkörper aufrecht gelassen. Versucht tatsächlich, euch aufzurichten, den Rumpf festzumachen, die Schulter locker zu lassen. Super. Man gibt gerne dem nach, dass der Oberkörper da nach hinten kommt. Wir wollen aber ihn aktiv oben halten. Ja, ganz toll. So, Seite wechseln für alle, die jetzt das noch nicht gemacht haben. Machen wir nochmal 6-7 mit der anderen Seite, genau. So, ganz gerade nach vorne. Stefano, versuch mal das Knie ganz gerade nach vorne zu ziehen, ja? Also so hoch und nicht so hoch, sondern gerade hoch. Okay? Ja, viel besser, klasse. Genau so. Ja, super. Und jetzt noch den Unterschenkel dran, hier schön dran. Schön hier dran lassen. Ja, super, genau. Klasse. Genau, bitte noch nicht treten, sondern wirklich nur diese Ausgangsposition einnehmen und darauf achten, dass das Knie tatsächlich der höchste Punkt ist jetzt. Ja, die Ferse ist am Gesäß und das Knie ist weiter oben. Genau. Ja, sehr schön sieht das bei fast allen aus. Ja, also ich sehe ja immer nur ein paar, deswegen sage ich immer bei fast allen. Alle, die das Video aus haben, die sind natürlich nicht so toll, aber mein Spaß. Das, was ich sehe, ist echt klasse. Ja, genau, super. Also ist richtig toll. Darauf können wir wunderbar aufbauen. Das ist jetzt der erste Step sozusagen des Kicks. Den merken wir uns jetzt, den macht ihr dann am Ende genauso perfekt. Aber jetzt machen wir gerade den zweiten Abschnitt und dann schauen wir jetzt wieder auf Dani. Genau. Aus dieser Position, ich muss einmal ganz kurz bitte meine Matte zur Seite legen. Ich bin sofort wieder im Bild. Und zwar wollen wir jetzt aus, seht ihr mich jetzt, ja? Aus dieser Position, die wir eingenommen haben, wir können uns festhalten, müssen wir aber nicht. Wir kommen in diese Position und jetzt ist es wichtig, dass wir, wenn wir weitergehen wollen, als erstes diese Kippbewegung machen, ja? Und diese initiative Kippbewegung, ich versuche es nochmal von der Seite zu zeigen, Standbein auf 100, super, ja. Standbein auf 180 Grad, Knie ist höher als die Ferse, Unterschenkel, Oberschenkel berühren sich, Ferse ist ganz eng und jetzt versuchen wir hier diese Bewegung zu machen, ja? Die Hüfte öffnet sich. Und diese Bewegung wollen wir jetzt, ihr könnt euch auch gerne wo einhalten, ja? Ich zeige es euch nochmal mit einhalten. Das ist die schlechte Festhalten Seite. Festhalten in Norddeutschland übrigens. Mit Festhalten. Okay, Entschuldigung. Mit Festhalten. Auch so. Super, auf genau. Dani macht das wunderbar. Da müsst ihr genau hingucken, weil die Bewegung ist ganz minimal. Man erkennt das fast gar nicht, aber das ist ganz entscheidend. Muss man ganz genau hingucken und Dani hat das eigentlich schon, nee, nicht eigentlich, hat das sehr super gemacht, da kennt man das super. Also es ist eine ganz kleine Bewegung nur, aber auf die kommt es an. Ja, genau. Genau, und auch jetzt würde ich euch bitten, euch wieder zu positionieren und das 5-6 Mal mit der rechten und der linken Seite zu machen. Das ist nämlich tatsächlich eine der wichtigsten Bewegungen im Yogi, die man gerne übersieht. Und los geht's!
Versucht mal ruhig aus der Bewegung oben zu bleiben, nicht immer wieder aufzuziehen, sondern wirklich direkt in diese Position, die wir zuvor gemacht haben, zu bleiben und dann nur zu kippen. Nicht immer die komplette Bewegung, genau. Also ich sehe da wirklich einige, da ist das richtig klasse. Ganz toll. Wow. Wie sollen wir das denn machen? Wo kam das her und was war die Frage nochmal? Soll ich es nochmal vorzeigen? Ja. Ja, alles klar, kein Problem. Also, in dieser Position sein, ja? Siehst du mich? Ja. Ja. Und jetzt, schau, meine Hüfte ist jetzt, siehst du meine Hände? Ja. Ja. Siehst du, dass die sich bewegen? Ja. Genau, super. Okay. Jawohl. Das können wir versuchen, ja? Die Maus ganz links macht das schon super, jawohl. Und bei dir jetzt auch, klasse, genau, super. Genau, ganz toll. Super, wichtig nochmal darauf achten, in einer Linie zu bleiben. Je mehr ihr aus der Linie rausgeht, desto wackeliger wird es und desto schwieriger wird es, das Ganze zu halten. Schön in einer Linie, ganz, jawohl. Super. Genau. Ihr müsst euch denken, es gibt zwei schwere Teile am Körper. Das eine ist das Gehirn und das andere ist der Po. Und die wollen wir so gut als möglich über unserem Standbein halten. Wenn wir die quasi von dem Punkt wegnehmen, über dem wir stehen, dann fallen wir leider um. Super. Und wenn ihr das richtig macht, versprochen, ihr werdet morgen an uns denken. Ja, genau. Und da freuen wir uns richtig, wenn ihr uns nicht vergesst bis morgen. Genau. Na Thorsten, mach ruhig noch ein bisschen. Du kannst es gebrauchen. Genau, das kann man tatsächlich nicht oft genug machen, muss man ehrlich sagen. Ja, das ist ganz toll. Ja. Super. Nico, pass auf, dass du in der Achse bleibst mit dem Oberkörper, ja? Gut. Klasse. Genau, ich habe Helmut versucht, nicht nur den Oberkörper abzulegen, sondern versucht tatsächlich die Hüfte ein bisschen zu kippen, ja? Ja, genau, das war das viel besser. Toll. Ja, sehr schön. Gut, ihr habt selbstständig hoffentlich schon die Seite gewechselt. Wenn nicht, dann dürft ihr das auf jeden Fall tun. Ist tatsächlich empfehlenswert. Nein, aber da ist sie noch nicht mal drum. Ich glaube, das war nicht für uns, Dani. Ich glaube auch, das war jetzt nicht unbedingt eine Frage, genau. Nee. Für alle anderen, die schon gewechselt haben, machen ruhig nochmal beide Seiten, weil das kann man ruhig ein bisschen öfter machen als das erste, dass man da richtig das Gefühl für kriegt. Also ruhig ein paar Mal mehr noch machen. Auch wenn es natürlich viel mehr Spaß macht, direkt 180 Grad nach oben zu treten, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ein bisschen Stück genau. für Stück. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, den ihr wirklich unbedingt beachten solltet, weil ich es beim Durchgucken öfter gesehen habe. Wichtig ist tatsächlich, diese Position, wo die Ferse hier unten ist oder wo das Knie unten hängt, ich schaue nochmal von der Seite, wo das Knie unten hängt, das ist schwierig, ja. Ihr müsst tatsächlich versuchen, dass das Knie auch mit hochkommt und versuchen, die Ferse eng an das Gesäß zu bringen, dass Ober- und Unterschenkel sich berühren. Grund ist, jetzt habt ihr richtig Platz, den Fuß nach vorne zu schleudern. Ja, dann habt ihr richtig langen und direkten Weg. Dann könnt ihr am meisten Explosivität entwickeln. Und es ist gerade, wenn wir solche Vorübungen für Nyobchagi machen, extrem wichtig, dass ihr euch auf solche Details konzentriert. Genau. Ja, das sieht richtig klasse aus. Ja, super. Genau, Jesse, pass auf, du machst den Fuß super gut, pass aber auf deine Hände auf, ne, dass die Handgelenke nicht weg, so ab, ja, genau. Sehr schön. Super. Gut. Genau, ich denke, von meiner Seite aus können wir dann zur nächsten Übung gehen, weil ich glaube, die meisten oder die allermeisten, die ich gesehen habe, haben das ganz toll gemacht. Haben jetzt realisiert, wo ihre Hüfte ist, ja, genau. Perfekt.
Super. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir das jetzt soweit haben, dann wollen wir jetzt das Standbein mal ausschließen, also dass das gar nichts mehr zu tun hat. Ja, das, später brauchen wir das wieder, aber jetzt schließen wir es einmal aus. Was ich euch für die Übung theoretisch empfehlen kann, ist, ich bringe das hier mal so rein, ist so ein, das werdet ihr jetzt nicht da haben, ist auch gar nicht schlimm, geht auch ohne, ja, so ein Kickband, das hat hier so eine Schlaufe, kann man das festmachen, ja, am Fuß oder wo auch immer, kann man ganz viele andere tolle Sachen machen. Vielleicht müssen wir noch länger Online-Training machen, dann tauchen Dani und ich bestimmt nochmal auf zum Abchagi, da kann man auch ganz tolle Übungen mitmachen. Also insofern kann ich euch so ein Band empfehlen, ja, ihr seht das da unten auch schon, super. Wer es nicht hat, auch gar nicht schlimm, ja, aber das kostet irgendwie 10, 12 Euro, das kann man sich mal, wenn man der perfekte Kicker werden will, kann man sich das mal zulegen. Ich habe auch keinen Vertrag, könnt ihr kaufen, bei wem auch immer, ist mir egal, aber das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Okay, und zwar wollen wir jetzt Folgendes machen. Meine Kamera wieder gut eingestellt. Ah. Jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Ah, so. Jetzt müsste man mich super erkennen. Pass auf, das Standbein ist jetzt weg. Jetzt ruhig wirklich erstmal zugucken, versuchen noch nicht mitzumachen. Wir machen das dann gleich nochmal langsam, weil das ist sonst ein bisschen schwierig, auch mit Gleichgewicht etc. Insofern erstmal zuschauen. Das untere Bein, das, was eigentlich das Standbein beim Jobchagi ist, da geht der Unterschenkel jetzt komplett auf den Boden. Ja, komplett auf den Boden mit dem Knie zusammen. Dann nehme ich den anderen Arm, der sonst beim Jobchagi hier an der Hüfte ist, nehme ich hier hin und drücke den auf den Boden. Flache Hand nach unten, schön abstützen, sodass ich hier so eine richtige Kraftentwicklung habe. Ja? Hier eine richtige Kraftentwicklung habe. Dann nehme ich das Bein hier nach oben, kann mich hier erstmal noch abstützen, kann das auch erstmal hier mit hinnehmen, ja, und versuche jetzt erstmal nur die Hüfte zu öffnen. Ja, nur die Hüfte zu öffnen. In die Position gehen wir gleich erstmal alle zusammen und testen das. Danach geht es nochmal weiter. Ich mache das nochmal aus der anderen Seite, damit man das auch hier sieht. Schön Druck am Boden. Hier auch Druck in den Boden, immer Druck in den Boden bringen, schön Kraft aufbauen und hier die Hüfte öffnen. Nicht das, sondern Hüfte öffnen. Das ist das Entscheidende an der Stelle. Kopf und Körper in Verlängerung, alles eine Linie. In die Position gehen wir erstmal und versuchen da ein bisschen zu halten. Ja? Alle einmal positionieren, auf dem Boden. Schön Druck in den Boden bringen, ja, das sieht super aus. Genau, ihr habt das bei Paul gesehen, sein Ellbogen war unmittelbar unterhalb von seiner Schulter, ja, dass ihr darauf achtet, weil dann habt ihr wirklich eine schöne, stabile Position tatsächlich. Ansonsten ist da viel Unsicherheit sonst. Also den Ellbogen wirklich unter die Schulter. Wenn du nie vielleicht noch ein Stück nach vorne schieben, die Hüfte, zu deinem Bein, du bist jetzt ein bisschen nach hinten gelehnt, nee, in die Richtung, mehr so dahin, genau, sodass es 90 Grad im Boden ist. Wow, genau, und stehen bleiben. Ach übrigens, kleiner Hinweis, gerade ich hab die Übung. Bei einigen, dass ihr bitte, wenn ihr euch daran erinnert, der Paul hat tatsächlich den Unterschenkel und auch den Fuß flach auf den Boden gelegt. Ja? Wir gucken nochmal, wenn der Paul das macht, seht ihr, nicht die Zehen sind angestellt, sondern der Spann, der flache Fuß liegt auf dem Boden. Ja, seht ihr das? Genau, und da wollen wir nochmal, dann habt ihr mehr Stabilität, ja? Sehr gut. Ich habe Übung mit meinem Landeskadersportler mal gemacht, das erste Mal. 90% sind direkt umgefallen. Also wer jetzt umfällt, braucht sich da überhaupt gar keine Gedanken machen. Genau. Das ist absolut normal. Das ist sehr beeindruckend, wie stabil einige hier schon sind. Das muss man schon sagen. Genau. Ja. Genau, ihr könnt euch auch, wenn das unbequem ist, irgendwas unter den Ellbogen drunter legen. Genau. Und versucht auch bitte, wie der Paul gesagt hat, dass ihr komplett schön in einer Linie seid. Ja? Also Schulter, Hüfte, Ferse sind sauber in einer Linie. Ich bleibe mal noch ein bisschen in der Position, damit, wenn noch mal einer hingucken will, das können wir jetzt natürlich keine halbe Stunde machen, weil dann sterbe ich, aber... Aber Paul, du machst das ganz toll. Bleib da ruhig ein bisschen. Danke. Es ist wichtig, dass man das visualisieren kann. Wir können das ja mal abwechseln, ne? Macht ruhig. Nein, alles gut. Macht ruhig mal die andere Seite auch. Jetzt nochmal zum Testen. Wir machen dann gleich nochmal eine Schippe drauf, aber versucht das nochmal. Ich will wirklich auf eins nochmal hinweisen, was ganz, ganz wichtig ist. Dani hat das vorhin beim Aufwärmen schon erwähnt. Ne? Macht die Hüfte gerade und richtet euch auf. Das ist hier im Prinzip auch. Also kein Kleinmachen, sondern wirklich die komplette Streckung. So hoch wie möglich, so weit wie möglich hoch. Je besser ihr das hinbekommt, umso besser klappt dann nachher der Kick. Versprochen. Genau, und auch noch ein kleiner Hinweis, auch wenn ihr euch mit dem zweiten Arm vorne abstützt, versucht den nur so ein bisschen auf den Boden zu tippen,
vermeiden, mit dem Oberkörper dem Arm hinterherzugehen, ja? Das bringt nämlich auch wieder Instabilität sonst. Super, Nico. Ein Stückchen höher noch das Knie. Komm. Okay. Ja, hallo? Nach dem Hinweis klappt super. Perfekt. War da einer vorher faul? Das sieht super aus. Genau, das Gesicht ist genau das, was man bei der Übung haben muss. Genau, super. Perfekt. Ja, ich sehe da einige, die machen das wirklich richtig klasse. Ganz toll. Ruhig nochmal die andere Seite, weil zu lange eine Seite da könnte sein, dass ihr dann Hass morgen verspürt uns gegenüber. Das wollen wir nicht. Insofern ruhig nochmal die andere Seite machen. Genau, super. Ich wollte gerade sagen, iPad Family macht das richtig klasse und dann hat es abgebrochen. Eva macht das auch super, die macht das so toll, dass sie vielleicht den Arm sogar mal lösen kann und nach oben nehmen. Magst du das mal probieren? Ja, super. Und nochmal, wow. Ja, perfekt. Wow. Ja, warum klasse. Machst du denn die einfache Variante, wenn du die perfekte schon kannst? Aha. Oh, Carla, sehr gut. Ja, sehr stabil. Klasse, klasse, klasse. Super. Ganz toll. Klasse. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier nochmal den zweiten Teil dieser Übung. Das geht dann auch relativ flott, nur nochmal fürs Gefühl, bevor uns das Dani dann gleich noch einmal zusammenbaut. Und genau, zwar, ich mache dann mit euch 180 Grad gleich. Ja, bereitet euch mental schon mal vor, ich logge mich dann aus. So, nochmal in diese Position, die wir eben hatten. Mit Kickband oder ohne, geht natürlich auch. Ich nehme das Kickband gerne mit dazu, braucht man aber nicht. Schön aufrichten und jetzt machen wir nur noch den letzten Punkt und der heißt rausschieben. Knie wieder hoch, ja, das hat Dani vorhin gesagt, hier sieht man schon nicht das. Knie hoch, rausschieben, das ist das Wichtige. Ich mache es noch von der anderen Seite. Ich bin beeindruckt, dass ich überhaupt stehen bleibe heute. Ja, das sieht richtig klasse aus. Und ihr seht auch, ne, dass bei Paul wirklich das Knie ist der höchste Punkt und die Ferse geht auf einer ganz geraden Linie nach vorne oben. Das sieht richtig klasse aus, ne? Das ist die Bewegung. Okay, probieren. Ich gucke gleich mal zu Eva, mal gucken, ob sie das auch so souverän hinkriegt. Genau, ob mit Eva oder ohne Band, ist egal. Ja, Marlene, sehr schön. Versuch noch ein bisschen, dass der Fuß super. Ganz gerade nach vorne geht. Ganz toll. Okay, eins muss ich noch mal ganz, ganz wichtig sagen, das sehe ich bei einigen noch. Obwohl das Knie jetzt hier schon maximal hoch ist und ich das Ganze geöffnet habe, ja, so, ist es trotzdem bitte, nochmal wirklich fürs Gefühl darauf achten, eine Schubbewegung und keine Klappbewegung. Bewegung, okay? Also wirklich, es ist dann ein Schubtritt. Versuch das wirklich nochmal mental zu visualisieren, wirklich schieben, als wenn du was wegschiebst, ja? Wow, da oben. Ich kann den Namen noch schwer aussprechen, aber Uliana, wow. Ja. Super. Effi sieht auch richtig klasse aus. Super. Benjamin, Fuß unten flach auf dem Boden. Ja, perfekt. Wer von uns nicht angequatscht werden will, muss das Video ausmachen. Genau, bei TV Lockstedt, das sieht auch richtig gut aus. Nur versuchen, vorne den Fuß noch stabil zu machen. Ja, dass der Fuß nicht so rumwabbert, sondern dass tatsächlich der Fuß auch fest bleibt. Ja? Ja, gut. Super. Das richtig sieht gut. Wirklich ganz toll aus. Das ist eine der schwierigsten Übungen. Nochmal dran denken, einige Knie nochmal hoch. Sabine versucht, das Knie richtig hochzubringen. Ja, ideal. Und auch wenn er schon merkt, ruhig nochmal Seite wechseln und nochmal ein paar machen. Morgen werdet ihr das mögen. Und ich sehe den Hund jetzt auch, Dani, wie süß. Wenn du rauskickst, ist es richtig klasse, aber auch beim Zurückgehen ist es derselbe Weg, wie es rausgeht, geht es zurück. Also nicht zurückklappen, sondern auch wieder das Knie nach vorne führen beim Rückweg, ja? Genau. Super. Sehr schön. Jawohl.
Der iPad Family sieht aber auch sehr sportlich aus. Das sieht irgendwie im Hintergrund auch aus wie so ein, wie ein Rudergerät auch noch. Nicht schlecht. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Das habe ich vorher auch schon gesehen. Ja, ich könnte euch jetzt mein Spinning-Gerät zeigen, insofern. Manche haben auch komplett ausgelegte Matten im Wohnzimmer. Das ist schon professionell. Für Johanna sehe ich nur einen Fuß, aber der Fuß sieht top aus. Komm, Nico, noch mal ein bisschen aufrichten. Noch ein bisschen hoch, komm. Ja, unten auch. Ja, super. Sollen wir mal die andere Seite testen? Unbedingt. Einmal auf die andere Seite, bevor wir es dann gleich zusammenbauen. Genau, Carla, Knie noch mal ein bisschen nach oben ziehen, die Hüfte richtig öffnen. Ja, genau. Ja, gut. Ich hoffe, Kathi gibt es noch. Da ist nämlich hier so ein Bild und sehe keinen Menschen mehr. Ah, da, okay, alles klar. Super, danke fürs Lebenszeichen. Genau, beim TV Lockstedt bitte auch noch mal das Knie nach oben, Hüfte öffnen. Und sehr schön. Oh, Thorsten, was ist denn los mit dir? Als wärst du nie weg gewesen. Nochmal ein ganz kleiner Hinweis. Der Rückzug der Bewegung ist genauso wichtig wie das nach draußen kicken des Fußes. Ja? Also das heißt, wenn ihr den zurückzieht, genauso kontrolliert und sauber die Bewegung machen. Das gehört genauso zum Tritt dazu. Super, Dani. Ich würde sagen, die sehen alle so aus, als könnten wir es jetzt einmal in Perfektion komplett zusammenbauen. Ich glaube das auch. Dann muss ich mal versuchen, ob ich das so schön vormachen kann. Genau. Ihr steht in einer lockeren Position. Rechtes Bein haben wir hinten, linkes Bein haben wir vorne. Und dann würden wir, ich versuche es einmal vorzumachen, wir kommen in die seitliche Position. Wir denken dran, von hier umzukippen und dann macht unser Fuß, zack, tritt nach draußen, kommt wieder zurück und wir setzen entweder vorne ab oder wieder hinten. Wenn ihr genügend Platz habt, setzt gerne das Bein vorne ab. Wichtig, versucht euch bitte auf eine der Sachen, die wir jetzt heute angesprochen haben, zu konzentrieren. Es müssen nicht irgendwie, dass ihr jetzt versucht, alles umzusetzen, sondern sucht euch eine Sache aus. Auf die konzentriert ihr euch bitte. Ich zum Beispiel möchte mich jetzt darauf konzentrieren, dass ich wirklich meine Ferse eng am Gesäß habe, dass mein Unterschenkel und mein Oberschenkel sich berühren und ich dann nach draußen trete. Genau. Dann möchte ich euch bitten, dass ihr alle eine bequeme Position einnehmt und dann gerne 6-mal mit der rechten Seite und 6-mal mit der linken Seite tretet. Macht das bitte selbstständig. Paul und ich, wir swipen nochmal durch und geben euch nochmal das ein oder andere kleine Feedback. Genau. Und schön dann sauber, schön locker. Legt los und habt Freude. Das ist nämlich das Wichtigste. Man muss sich immer richtig drauf freuen und Bock haben, jetzt Yorkshire zu kicken. Dann läuft es nämlich auch. Wow, super. Wow. Hallo. Sehr, sehr gut. Eva, erst noch ein bisschen mehr das Knie rum und dann schieben, wenn es geht. Erst genau, Jessie, versuch oben einen ganz kleinen zu fixieren und dann zurückzunehmen. Sehr gut. Jetzt aber nicht den Ellbogen hier einstützen in der Hüfte, sondern die Hände schön vom Körper halten. Ja, super, Melanie. Toll, sehr schön. Ja, aber darfst ruhig noch einen machen, wenn der so perfekt war. Super. Und jetzt versuchen nochmal ein Stückchen zu verknüpfen. Also hochkippen, weiter. Ja, hochkippen, weiter. Ja, gibt Einzeltraining jetzt. Erik, das sieht sehr gut aus. Versuch nur, dein Standbein super tatsächlich ganz auf 180 Grad aufzudrehen. Ja, sehr gut. Das macht das nichts, wenn es ein bisschen wackelt. Das wird schon. Das ist am Anfang vielleicht ungewohnt, aber wirklich sehr schön, wie du kippst und wie du den Fuß nach vorne bringst. Sehr gut. Super. Thomas, das sieht auch gut aus. Versuch nochmal dann am Ende wirklich lang zu sein, ja? Also nicht irgendwie so, sondern wirklich lang zu machen, dass du eine komplette Streckung hast. Ja, super. Mitstehen bleiben.
Und dann ist perfekt. Super. Viel besser. Ganz klasse. Toll. Wow. Bei Carla verschwindet der Fuß aus dem Bild. Ein gutes Zeichen. Uliana, versuch noch den Fuß direkt zu ziehen. Ja, dass du nicht erst weggehst und dann wieder mit der Ferse ran, sondern die Ferse bleibt eng und dann geht's raus, ja? Ja, sehr gut. Kannst gerne noch ein bisschen weiter die Hüfte mehr öffnen und das sieht richtig klasse aus. Der ist so hoch, der geht einfach raus aus dem Bild. Ja, und das sieht vom Ablauf her super aus. Versuch mal, das Standbein noch ein bisschen aufzurichten. Wirklich Hüfte hoch. Ja, besser. Besser, besser. Nächstes Mal müssen wir mit 6 Bundestrainern kommen, Dani. Wie bitte? Wir müssen nächstes Mal mit 6 Bundestrainern kommen. So viele Leute, so viel Impulse. Ja, das ist total super. Es ist richtig klasse, dass so viele dabei sind. Das macht richtig Spaß. Genau, bei einigen sehe ich, dass tatsächlich das Standbein nicht ganz auf 180 Grad gedreht ist. Da dürft ihr fast alle nochmal dran denken, weil nur dann könnt ihr die Hüfte richtig schön aufmachen, sonst sperrt es irgendwann. Super. Dann würde ich sagen, dann macht jetzt jeder nochmal die 2 besten mit rechts und die 2 besten mit links, die er je in seinem Leben gemacht hat. Ganz locker natürlich, nicht übertreiben. Aber die besten. Genau. Super, wow, wow, wow. Wow. Klasse. Also ich sehe wirklich so viele tolle Tritte, ich bin echt begeistert. Wow. Und ich bin sicher, dass ihr das vorher schon so toll konntet, weil in so kurzer Zeit kann das nicht so wundervoll werden. Oh, ich würde sagen, doch, das Training war schon ziemlich gut dafür. Es war das i-Tüpfelchen. Genau. Nein, ganz klasse. Nein, also, super. Richtig klasse, ne? Ich bin echt sehr glücklich, so viele tolle Tritte zu sehen. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir es mit dem aktiven Part geschafft. Wir würden es noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute gemacht haben. Und dann haben wir dann auch noch mal 3-4 Minütchen, vielleicht auch, falls noch einmal eine Frage hat, dann können wir die sicherlich auch gleich noch beantworten. Bloß nicht gleich alle das Mikro aufmachen und losschreien, sondern vielleicht irgendwie einmal winken oder in den Chat schreiben und dann können wir noch mal ganz kurz das austauschen. Genau. Ihr habt ja eben schon aus unseren Stimmen gehört. Wir waren mega begeistert. Wir haben den Jobtricky jetzt gerade noch einmal zerlegt. Also von dem Aufzug über das Kippen in der Hüfte bis zur Streckung hinten haben wir das alles nochmal auseinandergenommen. Das Ganze wird auch, glaube ich, aufgenommen, Dani, ne? Oder Melanie. Insofern genau, kann man Melanie zeichnet Zweifel das auf, genau. Ja, super. Und wird dann irgendwo eingestellt, das kann Melanie ja gleich vielleicht nochmal kurz verraten. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken, dass ihr die Übungen dann wirklich immer mal wieder macht, weil wie mit jeder Übung, oh, ich bin gleich im Bild, wie unhöflich. Wie mit jeder Übung ist es so, ich werde nicht perfekt von einmal, sondern ich werde perfekt von 2000 Mal. Und das wäre der Anspruch. Und selbst wenn ihr alle nicht zur WM wollt irgendwann, wobei die kleinen Mäuse, die ich gesehen habe, wollen das bestimmt alle mal. Da sehe ich ja schon einen oder anderen lächeln, genau. Für alle anderen, das kann man auch wunderbar für eine Prüfung gebrauchen. Da einen richtig hammerharten, megamäßig, super, duper, absoluten Jobschagi ist mir auch da weiter. Also insofern ruhig trainieren, 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 trainieren. Man wird nicht von einmal besser. Ich fand's super, mega gut. Und wehe, du sagst was anderes, Dani. Genau, also ich habe eigentlich nichts mehr anzufügen, außer dass Paul zu 100% recht hat. Üben, 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 üben und vor allem wirklich mit Freude üben. Ja, es ist nicht jeden Tag gleich, dass es jedes Mal super gut klappt. Manchmal ist das Gefühl ein bisschen besser, mal ist das Gefühl nicht so optimal. Aber da darf man sich nicht entmutigen lassen, sondern wirklich die Lust dran haben, jedes Mal ranzugehen, jedes Mal sich zu verbessern. Und dann kommt man Schritt für Schritt voran. Das sind bei mir auf Jiggy oft kleine Schrittchen, aber deswegen darf man sich umso mehr freuen. Und ja, es hat super viel Spaß gemacht mit euch. Es war eine richtig tolle Einheit und würde mich freuen, wenn wir uns nochmal irgendwo sehen können. Egal, ob jetzt hier digital, virtuell oder dann hoffentlich irgendwann mal bald wieder auch ganz real. Kurze Stimmungsbarometer vielleicht noch. Wenn ich jetzt einen Daumen hoch sehe, dann könnten wir so eine Einheit nochmal wieder machen.
Oh, ich glaube, Dani, vielleicht haben wir irgendwann nochmal einen Auftrag. Das sieht super aus. Top. Dann würde ich nochmal kurz auf die Frage antworten, die im Chat war. Was gerade Jun passiert ist, da ist gar nichts mit passiert. Der hat einfach ewige Jahre maximal erfolgreich einen Bundestrainerjob gemacht und konzentriert sich jetzt gerne ein bisschen auf die Familie und auf das, was es sonst noch so im Leben gibt, weil Taekwondo ist zwar fast alles, aber nicht alles. Und deswegen hat er gesagt, er, oh, ganz viele Daumen hoch, vielen Dank. Hat er gesagt, ich will jetzt ein bisschen zurücktreten und mich mehr um andere Dinge im Leben kümmern und das ist auch völlig, völlig fein und in Ordnung. Und deswegen haben wir jetzt neue Bundestrainer. Also da ist nichts mit passiert. Er hat einfach seine Prioritäten im Leben anders gesetzt und das ist auch völlig fein. Ich glaube, so kann man es beschreiben, Dani, ne? Ich würde auch sagen, genau. Hado war über lange Jahre wirklich ein super erfolgreicher Bundestrainer und alle, die ihn kennen und die mit ihm zusammengearbeitet haben, die wissen, wie viel Wissen er hat und wie viel Energie und wie viel Freude am Sport und dass er sich diese Entscheidung natürlich auch nicht leicht gemacht hat, aber wie Paul gesagt hat, ne, er hat einfach auch eine Familie, Kinder, die Arbeit und macht das so viele Jahre, ist er vom Wettkampfsport, ist er Landestrainer in Niedersachsen geworden, dann ist er Bundestrainer geworden und wenn man eben eine Familie hat, ist das halt dann irgendwann auch sehr schwierig, so viele Termine unter einen Hut zu bekommen. Und genau. Deswegen sind wir natürlich sehr traurig, dass Hado nicht mehr mit uns als Bundestrainer zusammen sein kann. Aber wir hoffen, dass wir das, was er quasi aufgebaut hat, ganz toll weiterentwickeln können, da ein paar neue Impulse finden und dann zusammen mit dem Team weitergehen können. Ja. Ich denke, ganz, ganz vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Oder möchtest du erst mal kurz, Melanie? Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, hier ist gerade noch eine Frage. Oh, es kommt hier gerade so viel in dem Chat. Mein letzter Formlaufstand ist von vor circa 15 Jahren. Gibt es aktuelle Vorgaben zu den einzelnen Formen in Taschenkartenformat? Also alle Tritte, 210 Grad, Handkante. Es gibt die sogenannten, also es gibt zwei Sachen, mit denen wir im Bundeskader arbeiten, was wir auch an die Vereine und die Landeskader verteilen. Das sind einmal die Pumse-Cards und das sind die Referenzvideos. Das sind zu den Formen, die auf den Turnieren präsentiert werden, sind da die wichtigsten Keypoints in schriftlicher Form da festgehalten. Die kann man sich quasi dann ausdrucken, ins Training mitnehmen. Das sind PDFs von einer DIN A4-Seite pro Pumse und eben die Videos, auf denen die Koreaner die Formel in Perfektion darbieten. Und ihr könnt uns da tatsächlich anschreiben, dass wir euch die Links durchschicken. Und da ganz unbedingt der Hinweis, dass es nur zum internen Gebrauch im Training, das ist auf keinen Fall zur Veröffentlichung gedacht, sondern das ist wirklich eine Handreichung fürs Training und zur Benutzung im Training. Super. Und da die Frage von Thorsten kam, dir bringe ich das auch noch so persönlich bei. Ne? Kein Problem. Man muss dazu wissen, Thorsten und ich waren früher gemeinsam auf der Fläche in einer Klasse und haben uns gebettelt. Insofern haben wir eine lange Historie. Das vielleicht noch dazu zu mir und Thorsten. Das Battle geht quasi neben der Fläche weiter. Absolut, bei uns beiden immer. Aber immer sehr herzlich und sehr wertschätzend. Super. Dann war noch eine Frage zur Gleichgewichtsübung beim nächsten Mal, ob wir da noch was zeigen können. Mein Vorschlag wäre vielleicht, dass ihr ja auch gerne nochmal zentral auf Instagram oder Facebook eine Nachricht an die DTU schreiben könnt, was ihr euch so wünscht an Trainingseinheiten, worauf ihr so Bock habt. Vielleicht kann man auch so eine Mischung machen, irgendwie nochmal aus dem, was so angefordert ist. Einfach nochmal hinschreiben, wenn euch noch was in den Kopf kommt. Sagen, dazu hätte ich gerne ein bisschen was und dazu was. Und vielleicht machen wir dann sogar eine Mischstunde oder so, wenn ich Dani nochmal motivieren kann. Aber ich glaube, nach den geilen Job-Checkies heute. Dani ist immer motiviert. Wenn es um Training geht, hat sie immer Bock. Das klingt sehr gut. Und weil ich es gelesen habe, ihr könnt entweder Paul oder mich anschreiben für die Videos und die Pumse-Cards. Das ist koller@dtu-mail.de oder knaute@dtu-mail.de. Bei Knaute mit TH, da denken die wenigsten dran, deswegen kurz auf den Mal. Bei Koller kann es sein, dass man nochmal sagen muss, Dani, schick's mir mal. Ne? Oder Knaute nochmal anschreiben, dass der Koller nochmal anschreibt. Genau. Genau. Schreiben, sag mal der alten Koller, sie soll mal in die Potte kommen. Eine andere Frage haben wir noch. Bei der Bodenübung, bei Belangschwierigkeiten, wenn man umkippt, ja, Band kann man machen, klar. Noch cooler ist, wenn man jemanden hat, der hinter einem steht, quasi und einem sozusagen eine Stütze gibt.
und das Knie hält und dann wirklich einem auch mal zeigt, was das Maximum ist, weil man glaubt gar nicht, wie weit man die Hüfte eigentlich öffnen kann, wenn man es selber macht. Also ruhig mal einen Partner versuchen, irgendjemand, der da zu Hause rumläuft, vielleicht nicht der Hund, das Knie packen und dann versuchen, das einmal aufzurichten. Also, aber sonst, wenn keiner da ist, gerne auch an der Wand probieren und dann immer weiter nähern. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Es ist nicht von Anfang an perfekt, sondern ein Stück für Stück immer weitermachen. Wen wir schreiben können wegen den Videos, haben wir gerade gesagt. Die neuen Cookie und Pumse-Videos, dazu würde ich nichts sagen wollen, Dani. Ich glaube, falls es die neuen Formen sind, da, ja. Ja, also ich kann sagen, der Standard für die Turniere sind die Sachen, die die WT veröffentlicht im Moment und daran orientieren. Dann die Übung, um die Hüfte besser aufzuregen bzw. aufzubekommen. Genau die hier mit Unterstützung quasi der Arme. Also versuchen, das, was ich eben gesagt habe, auch mal das Maximum rauszuholen. Also nicht nur das Bein anheben, sondern Bein fassen und dann wirklich mal versuchen, die Hüfte aufzukommen, aufzuziehen und zu gucken, was geht eigentlich. Und dann ist das ein Lerneffekt. Das merkt ihr jetzt nicht, sondern das Gehirn muss erstmal den Impuls an Muskulatur, Skelett und so weiter senden und irgendwann kommt das an und dann macht das Klick und dann werdet ihr euch wundern, was auf einmal da für Kicks da rauskommt. Irgendwann macht das Klick. Also von daher, das, was wir heute gemacht haben, immer wiederholen. Wann ist das nächste Training? Das nächste Training mit ein bisschen Hüpfen ist nächste Woche, glaube ich, Melanie, ne? Genau, das nächste Online-Training ist nächste Woche Donnerstag, das ist der 26. November um 18 Uhr. Das macht dann der Lukas Stein zum Thema Pomse Freestyle. Also wer Lust hat, gerne wieder einschalten. Ich glaube, das wird auch ein ganz spannendes Training. Matthias, schreib mir einfach eine Nachricht auf entweder eine Mail oder eine WhatsApp für die Frage, was ich gerade im Chat gelesen habe. Ja. Oder anrufen. Okay, super. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann danke ich euch ganz herzlich für das Training. Ich glaube, es hat allen echt super Spaß gemacht. Hat auch beim Zuschauen super viel Spaß gemacht. Auch das Feedback im Chat hier war ja sehr gut. Von daher können wir das gerne wiederholen. Also ich glaube, der Lockdown wird noch ein bisschen andauern, sodass wir vielleicht im Dezember noch weitere Online-Trainings anbieten können. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Genau. Wie ihr schon gesagt habt, das Training wurde aufgezeichnet. Das werden wir auf unseren YouTube-Kanal stellen. Da könnt ihr einfach in der Suche oben Deutsche Taekwondo Union eingeben. Dann findet ihr eigentlich alle Videos auch von den letzten Online-Trainings im Frühjahr. Die sind da alle zu finden. Genau, wenn ihr nochmal Bock habt, euch das anzugucken, einfach auf YouTube reinschauen. Um welche Uhrzeit ist es am Donnerstag das nächste Training? Um 18 Uhr ist das nächste Woche. Aha. Genau. Da lernt ihr fliegen mit Lukas, das wird grandios. Ich kann es euch nur empfehlen, wirklich. Also ja. Hammerhart, mega gut, mega super und ich bin total gespannt, wie Luki das auf einmal einen Quadratmeter in einer Wohnung umsetzt, aber es wird super gut. Also kann es jedem nur empfehlen, wer Zeit hat, probiert es, egal was, der macht das didaktisch-pädagogisch mega super. Insofern freut euch drauf. Super, dann liegt Daniel mir nur noch eins am Herzen. Bleibt alle gesund. Bleibt tapfer, bleibt munter, bleibt beim Taekwondo und wir würden uns freuen, wenn wir uns irgendwo wiedersehen, in welcher Form auch immer. Hauptsache euch geht es weiterhin gut. Vielen Dank euch beiden fürs Training. Allen noch einen schönen Abend, bleibt gesund und vielleicht bis nächste Woche. Ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Yes. Danke für euer Engagement. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.